herzlich willkommen zur nächsten Kurzfilmkritik. Es handelt sich um den Film Blackout. Bleibt dran! Der Kurzfilm Blackout geht 10 Minuten und da wurde mir empfohlen, vielen Dank dafür. Der hat mich zum Nachdenken gebracht. Das ist wirklich ein sehr, sehr fein gemachter Film. Im Großen und Ganzen geht es darum, ja, in der Zukunft sind wir alle von Abonnements abhängig, sogar auf ausgetauschte Körperorgane wie Herz, Leber, Lunge, die laufen über Abos. Wenn man das Abo nicht verlängert, fallen die Organe aus. So. Oder den Sehnerv. Man kann über den Sehnerv in der Zukunft, laut dem Film natürlich, Fernseh gucken, surfen und alles. Und wenn das ausfällt, dann ist man blind. Ja. Und darum geht's. Eine Familie, auch zwei Roboter dabei, eine künstliche Freundin. Also eine Roboterfreundin, die aussieht wie eine echte, so. Ja, typischer Tag. Es kommt ein Sonnensturm, ein EMP. Und ja, die Abos fallen aus. Ja. Na, da steht die Familie blöd da, denn die Mutter ist schon am Sterben. Ist eine offensichtlich alte Frau, aber verjüngt. Ja, ist alles möglich in der Zukunft. Und im allerletzten Moment greift irgendein Notfall-Server-Backup aus China und die Leute überleben, ihre Roboter hat es nicht geschafft, weil der MP die Roboter platt gemacht hat. Jo, ich mache euch den Link in die Infobox. Wie immer gilt, die Leute von Blackout, klasse gemacht der Film, wenn ihr natürlich nicht wollt, dass der Link bei mir in der Infobox ist, sagt es mir mal schon weg, kein Thema. Aber ich muss sagen, dieser Film regt zum Nachdenken an, denn wir sind heutzutage auch, ich merke es ja auch, als ich klein war, ja, da gab es noch kein Facebook, da gab es noch keine Abos, da gab es so die Handys, gab es eigentlich auch noch, ne, die gab es ein paar Jahre später, so als ich 15, 16 war, da kamen so die ersten Handys raus. Davor war das alles irgendwie D1-Netz mit so einem riesen Koffer. Ja, in ein paar Generationen, da werden die Kinder sagen, ja, Opa, wie hast du als Kind überlebt, ohne das alles, was wir jetzt haben, ohne Sehnerv-Surfen oder was, oder Implantationen mit Abo. Ja, soweit könnte es kommen, ja. Das ist, also regt echt zum Nachdenken an und ist auch sehr gut umgesetzt, der Film. Ja. Und natürlich, wenn so ein Crash passiert, Zehntausende sterben, weil das Abo abläuft und nicht rechtzeitig das Backup geschaltet wurde. Ja, die Versicherung, die redet sich da raus, ist klar. Das kennt man heute schon. Na? Jo, also ich würde sagen, guckt euch den Kurzfilm Blackout an. Mir hat er sehr gut gefallen. Von 10 möglichen Sternen bekommt er darum von mir satte 9 Sterne. Weil der ist wirklich super klasse gemacht. Sehr schön gemacht. Gefällt mir sehr gut. Ist eine düstere Zukunftsvision. Natürlich, ja, ja, mit künstlichen Implantaten dann lebt man länger und so weiter. Aber zu welchem Preis, ja? Man ist davon abhängig. Man kann doch nicht mal den Kühlschrank mehr aufmachen. Sieht man im Film auch sehr gut, dass man wirklich abhängig ist von der Technik. Ja. Ich halte es mal so, ich gehe gerne raus. Natürlich bin ich auch in gewisser Maße abhängig, natürlich auch von euch. Deswegen ein kleines Abo wäre nicht verkehrt. Aber ich gehe auch gerne mal in die Natur. Ja, ich genieße die Natur auch sehr. Jo, das war's wieder für heute. Wenn ihr noch Filme habt, die ich angucken soll, schreibt mir in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Ich gucke sie mir alle an, wenn ich es schaffe. Im Moment habe ich wirklich viel zum Gucken, weil ich habe viele Vorschläge bekommen, also da kommt noch einiges. Na, und das zeigt auch, dass euch gefällt, was ich hier tue. Jo,
Also, wie gesagt, ein kleines Like wäre nicht verkehrt. Abonniert meinen Channel und macht mir Vorschläge, was ich noch testen kann. Ja. Ich glaube, unten irgendwo unter dem Video kann sein, dass man da Unterstützen-Button sieht. Drückt drauf, wenn es geht. Ja, würde mich freuen. Also dann, gute Fahrt, Jungs und Mädels.